So, Leute, jetzt gehe ich mit der Key 102 Otsu rein. Ich hoffe, das wird nicht zufällig ein Air Domination Match oder sowas, weil dafür ist das Flugzeug absolut ungeeignet. Es ist halt, ja, ein Schlachtflugzeug oder ein schweres Jagdflugzeug. Ist für mich ein Schlachtflugzeug, sieht ja nicht großartig den Unterschied. Obwohl ein schwerer Jäger, ich glaube, das ist der Unterschied, dass, so verstehe ich das, dass ein schwerer Jäger theoretisch keine Bombenlast hätte, während ein Schlachtflugzeug, ja, schlachttechnisch überall da sein könnte. Es kann also Bomben abwerfen und noch schießen. So einfach ausgedrückt würde ich es jetzt mal sagen. Wir haben 75 mm Kanone. Da ist natürlich schwer treffen. Ne? Das ist eher für Bodeneinheiten gedacht. Aber ich habe schon Flugzeuge damit abgeschossen. Das heißt natürlich nicht, dass das jetzt auch funktioniert. Wäre natürlich toll, wenn es funktioniert, aber müssen wir mal schauen. 20 mm Kanone und ja, den Heckschützen mit 12,7 cm, welches, was auch schon relativ groß ist, ne, im Vergleich zu diesen kleinen 7,62ern oder 7,7ern. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, wo ich hinkomme, wo ich landen werde. Und hoffe, dass ich lange genug am Leben bleiben werde. Und das wird sehr viel werde. ein wenig Text. Aber ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil ich bin schon lange nicht mehr diese Flugzeuge geflogen. Gerade hier, oh, Sizilien. Da bin ich früher mit den Bombern direkt auf die Bodeneinheiten und Feierabend. Einfach nur zu Kohlefarmen habe ich das immer gemacht. Ich war davor jetzt mit dem A6 M3 Modell 22 unterwegs. Das lief leider überhaupt nicht gut. Und davor war ich mit der A6 M3 drin und das lief super. Ich habe es ja schon in dem anderen Video erwähnt. Ich hoffe, dass ich mich jetzt hier halbwegs gut schlagen werde. Ich will versuchen, zumindest im Top 10 Bereich zu bleiben. Oder zu kommen. Noch bin ich ja nirgendwo. Bin ich ganz fast Vorletzter. Gut, was heißt fast Vorletzter? Ich wollte sagen, fast Letzter, bin Vorletzter, so. Und ich werde vorerst versuchen, einfach Gegner abzufangen, die mir entgegenkommen. Wir haben auch wirklich, also 50 mm Geschütz. Ich probier's mal kurz aus. Das wummert richtig. Und ist natürlich ein One-Hit. Wenn man denn trifft. Deswegen ist das Ding auch eher geeignet, wenn man andere Schlachtflugzeuge oder Bomber beschießt. Weil ich bin mir sicher, dass ich damit schon mal einen Jäger abgeschossen habe. Aber es war dann wirklich einfach ein Glückstreffer. Und ich würde mal nicht in die Richtung fliegen, damit ich doch noch ein Weilchen hier am Leben bleibe. Denn ich bin auch nicht sonderlich schnell. Die Peschka wäre zum Beispiel ein Ziel. Wir 25, oh, okay, wir wagen es jetzt mal. Treffer drin, das ist scheiße. Ich muss nämlich aufpassen und die Schützen mich jetzt nicht hier zerfetzen. Muss mir Speed geben. Okay, er ist weg. Ich muss auf die Peschka aufpassen, denn ich gehe davon aus, dass er versucht. Funktioniert das nicht. Ist noch eine Wellington dabei. Ich glaube, ich werde erstmal auf die aufschließen hier. Ja, er wird wohl runtergehen. Hinter mir habe ich jetzt gar nichts mehr, weil die Kollegen wohl das erledigt haben. Ja, die Klappen müssen natürlich mal eingefahren werden. Das ist ganz klar. Der Yuka 87 kann ich auch runterholen damit, ist aber leider schon weg. Ich würde versuchen, wenn es möglich ist, nicht gegen Jagdflugzeuge oder auf Jagdflugzeuge zu schießen, es sei denn, sie fliegen gerade an einem vorbei und haben ein anderes Ziel, so dass man irgendwie noch, das Zeitfenster ist ja relativ kurz, dass man da noch mithält.
einen Versuch, Treffer zu machen. Ich meine, ich bin jetzt nicht mehr ganz so flugtauglich. Je mehr Treffer ich erhalte, desto... Jetzt war ich gerade irritiert. Ich dachte, wer ist denn hier? Die 25 über mir. Ich werde mich weiter draußen aufhalten, also außerhalb des Furballs. Da kommt wieder ein Peschka. Und hier ist auch noch drin. Er ist abgestürzt, was für ein Depp. Oh Gott, nein! Leider nicht. Das wäre es gewesen, aber jetzt wird es mich wohl hier zerlegen. Da ich zu viel gewagt, ich bin zu weit vorgeflogen. Nein, ich habe immer Glück. Und ich habe keinen Treffer gemacht. Da sieht man es mal wieder. Aber ich muss unbedingt vorsichtig hier fliegen. Gut, das Flugzeug wird langsam immer unbrauchbarer. Also werde ich versuchen, jetzt noch einen Kill zu machen. Vielleicht die Dornier oder den Viewfighter. Die Dornier ist auch schon weg. Das wird schwierig. Es ist ja auch nicht gerade so, als würden die direkt darauf warten, dass sie auf einen zufliegen können. Nein, warum nehmen die mein Ziel weg? Verdammt. Was haben wir denn da noch? Das ist ein Jäger und das sind alles nur noch Jäger. Die 1,85 brauche ich auch nicht hinterhergehen. Schade. Nochmal eine Peschka. Ich versuch's. Das wird einfach nichts. Ich muss wohl doch auf Jagdflugzeuge gehen. Einfach F. Kann es noch beschissen sein. Und da wurde ich schon abgerippt. Verdammt. Es gibt im Moment auch so ein paar Probleme hier, dass Gegner irgendwie auftauchen und wieder verschwinden. Also rein optisch nur, natürlich. So eine Art Vater Morgana mäßig. Hat sich auch gerade wieder einer im Chat beschwert. Ich schreibe da nicht allzu viel, ich lese da eher zwischendurch mal. Ja. Du musst schon ein Weilchen mitgehen, natürlich. Und dementsprechend auch steuern. Und man sieht es aber, das Ding ist wirklich nicht gut geeignet. Man kann natürlich alles Mögliche damit abschießen, aber es ist nicht gut geeignet dafür, um Jagdflugzeuge zu bekämpfen, sondern halt eher andere Schlachtflugzeuge und Bomber. Dann kommen wir 12 zum Beispiel, Peschka. Aber das sind alles Flugzeuge, die schon weg sind, bevor ich überhaupt rankomme. BF-109 würde ich jetzt nicht gerne probieren. Ich meine, möglich ist alles, aber ich habe auch nur 8 Schuss mit meinem 50mm. Das heißt, das müsste auch gut treffen dann. Ich versuche trotzdem mal P39, was fliegt denn alles? Okay, ich habe einen zufällig getroffen, das war ein Lucky Shot, ganz klar. Okay, die BF ist weg. Muss ich jetzt nicht so einen Aufriss machen hier. Was haben wir denn da noch? Eine andere Jack. Also gegen eine Jack würde ich eigentlich nicht kämpfen wollen. Verfolgt werde ich nicht, gut. Wellington, das wäre natürlich ein super Ziel. Ehrlich gesagt. Mein Schubboss hier, wieso ist der noch an? Das wäre ein super Ziel, wenn mir jetzt da keiner in die Quere kommt.
aber es sieht nicht so aus. Schade. Schade, schade, schade. Irgendwas fliegt hier noch. Der hätte mich locker wegzischen können hier. Hat er aber nicht. B7A2 wäre auch ein gutes Ziel. Ganz klar, aber ob ich bis dahin komme. Und dazu kommt ja auch noch, dass ich treffen muss. Na komm. Wir, oh. Wieder ein weg. Okay. Schau mir die Lag noch. Nee, die sind schon weg. Muss ich aber zusehen, dass ich selber hier wegkomme. Denn ich will mich eigentlich nicht abschießen lassen. Ich will durchhalten. Ankel 112. Ich fliege zu weit raus. Ich muss wieder zurück. Ich bin jetzt ein bisschen konzentrierter hier, weil für mich die Japaner schwerer zu fliegen sind. Deswegen quatsche ich jetzt auch nicht so viel. Ich weiß immer noch genug, aber... wenn mein Videos kennt, weiß, dass ich noch weitaus viel mehr labern kann. Weitaus viel mehr? Oh, das ist Deutsch. Also müsste ich schon sehr nah dran sein. Aber es hätte klappen können. Hätte! Hätte, hätte, Arschbulette. Wer ist hier unten? Das Blöde ist, jetzt bin ich hinter ihm, vor ihm und werde sein Ziel werden. Das roch jedenfalls schwer danach. Aber gut, ich bin noch im Spiel. Da habe ich keinen Treffer, da habe ich keine Aktien dran. Echt nicht so einfach hier irgendwas zu reißen, wenn man Jagdflugzeuge geht. Die 38 vielleicht hier. Ja, ging noch ganz gut. Jetzt wurde ich aber doch schon heftig getroffen. Ich weiß, ich sollte den Schub reduzieren. Das Blöde ist, geht das Feuer endlich aus? Ich hoffe, es geht aus. Ja, eigentlich würde es mich hier wohl eher zerfetzen. Schade. Ich dachte, ich kann noch bis zum Flugfeld rüber, dass ich das irgendwie noch schaffe. Aber nicht jedes Mal, nicht bei jedem Flugzeug, wird der Brand gelöscht. Man, wenn man, was soll ich jetzt sagen? Wenn man den Schub rausnimmt. Funktioniert eher bei Amerikanern, da habe ich es jetzt oft gemacht. Und bei Russen, da funktioniert es schon automatisch, muss man nicht mehr den Schub zurücknehmen. So, gut, naja, machen wir den Rest halt so. Wo stehen wir? 6 Abschüsse, ist in Ordnung. Also mit einem Flugzeug dieser Art auf jeden Fall und gerade mit der Nation. Obwohl die Nation ist natürlich nicht schlecht. Aber die Flugzeuge sind teilweise, bis auf die Jagdflugzeuge, sehr schwer zu fliegen. Also wirklich schwer. Ist mit das die schwierigsten, wo man wirklich Skill braucht, meiner Meinung nach. Deswegen respektiere ich auch jeden, der japanische Flugzeuge fliegt. Mir im Blackout fast noch Flügel zerfetzen. Abschlusshilfe. Also ein Quasi-Kill. Wir 2. Oh. Das war knifflig. Aber da sieht man mal wieder, wie extrem wendig die Schmuckstücke sind hier. Die L2 würde ich jetzt gern holen. Oh,
Kill Assist. Okay. Naja, ich baller jetzt einfach nur noch rum hier. Ah, da war noch ein Crit drin. Ja, was soll man dazu sagen? Also, schwer zu fliegen, das Flugzeug auf jeden Fall. Wenn man, also im Air Domination Battle würde ich, wenn ich das jetzt hätte vorstellen wollen, wäre ich rausgegangen, ganz einfach, weil das hätte überhaupt nichts gebracht. Da hält man überhaupt nicht durch. Das ist echt so ein Flugzeug, womit man halt eben, ja, schwerfälligere Flugzeuge, also größere Flugzeuge jagt. Man kann, wie man gesehen hat, natürlich auch Glückstreffer oder wirklich, ich sag mal, skilliges Rumpaddeln auf der Tastatur. Natürlich auch mal ein Jagdflugzeug abschießen, aber das ist schon eher schwierig. Und für Bodeneinheiten, also es kommt drauf an, es hat viel mit der Karte zu tun. Ne? Es ist schon multifunktional, meiner Meinung nach, aber es hat viel mit der Karte zu tun, auf welcher Karte man landet und wie man das Flugzeug dann einsetzen könnte. Und dementsprechend muss man sich dann auch darauf einstellen, dass man eventuell nicht viel reißen wird. Ich habe kein Problem damit jetzt, wenn ich dieses Flugzeug fliege, nur Kill Assists oder so zu bekommen. Damit kann ich leben. Also es ist gar kein Problem. Das ist für mich auch nicht so gedacht, als würde ich jetzt... Also wenn ich so ein Flugzeug fliege, dann gehe ich nicht davon aus, dass ich viele Abschüsse mache. Ja. Ich freue mich natürlich über jedes abgeschossene Flugzeug, aber man sollte nicht unbedingt darauf wetten. So, das war's dann erstmal von hier. Wäre schön, wenn ihr mich abonnieren würdet, falls ihr es nicht schon gemacht habt. Und ansonsten habt viel Spaß beim Spielen, was auch immer ihr spielt. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Video. Also bis dann, Leute. Ciao.